Ich will eigentlich gar nicht anfangen. Beim letzten Mal sind wir ja kläglich an Slippery Climb gescheitert. Ich hätte in dem letzten Versuch das Level beendet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich wurde aber daran gehindert, weil ich einen behinderten Clipping-Fehler hatte. Habt ihr vielleicht gesehen? Nein, das ist natürlich Quatsch. Zum blöder Fehler da drin. Naja, wir versuchen es einfach nochmal neu. Beim letzten Mal gab es einen kleinen Rage-Quit von mir. Ich habe das Video einfach beendet. Das war ja unfassbar scheiße. Ich habe gerade mal kurz ein bisschen bei YouTube rumgeguckt und so. Also nicht, um zu gucken, wie das geht, sondern einfach, um zu gucken, ob da noch mehr Leute so Probleme haben. Und ja, tatsächlich haben sie. Oh mein Gott. Es geht jetzt hier vorne schon los, ne? Hä? Ach so, weil ich letztes Mal bei auf Beenden. Naja, okay, ich verstehe. Scheiße. Na gut. Haben wir direkt am Anfang zweimal Ladebildschirm da. Egal. Ist aber gar nicht so verkehrt, dass ich gerade abgestürzt bin, sonst hätte das sowieso nichts gegeben, wahrscheinlich. Jetzt nochmal frohen Mutes mit vollem Leben. Also zumindest sowas in der Art wie vollem Leben. Ich überlege, an bestimmten Stellen im Spiel, also in diesem Level später, mit der Tasten, also mit der Steuerkreuzsteuerung zu steuern. What the fuck? Da habe ich gerade, ich fall runter und habe fast nicht gedrückt. Oh Gott. Also jetzt gerade im Moment spiele ich übrigens auch mit der Steuerkreuzsteuerung, also nicht mit Analogsticks, sondern mit dem Steuerkreuz. Da habe ich wieder so einen Apfel weggeschossen gerade, ne? So, das lief ja schon mal wie am Schnürchen. Jetzt sind wir hier. Jetzt geht's wieder los, ne? So, schön. Oh Gott, ey. Habt ihr das gesehen? So, ich habe mir tatsächlich für diese Stelle, habe ich mir ein Video eben angeguckt von einem anderen Let's Player, den ich nicht kannte, der diese Stelle direkt beim ersten Mal geschafft hat. What the fuck? Warum? Wieso schaffe ich das denn nicht? Guckt euch das mal an. Ich bleib da einfach an diesem Ding wieder hängen. Oh Gott, ich bin der Beste, ich hab's geschafft. Jetzt bloß keine Scheiße machen. Okay, okay. Da oben ist ein Checkpoint. Oh Gott. Bitte komm, gib mir doch irgendwie noch ein Leben oder so. Das wäre echt richtig fein. Oh, ein Checkpoint. Ich flipp aus, ey. Aber wir sind natürlich noch nicht mal so wirklich bei der Hälfte des Levels, ne? Und nun? Okay. Oh Gott. Wie, really? Really, really? Oh, bin ich blöd, Mann, ey.
Na, solange ich nicht in irgendwelche dämlichen Stachel reinfalle, ist das ja noch egal, wie oft. Die Hauptsache, ich verliere kein Leben oder gehe irgendwie anders kaputt oder sowas, ne? No. Oh, lololo. So. Boah, das ist doch, boah, ist das nervig. Ist das nervig. Mir fällt kein passenderes Wort ein als nervig. So. Komm, wirf deinen scheiß Cocktail. Problem ist, diese bescheuerten Platten sind ja auch noch rutschig wie Sau. Wenn man da am Rand ein bisschen nur raufkommt, dann war es das ja schon wieder. Okay, ich sehe das nächste. Das nächste Game Over schon kommen. Ich habe übrigens entschieden, dass ich die ganzen Fails, also es sei denn, ich habe noch mal so ein Part, wo wirklich so, ich meine, diesen Rage Quit von letztes Mal, das zeige ich euch, weil das halt irgendwie auch lustig war und so, ne? Aber wenn ich jetzt noch mal so einen richtigen Part habe, wo halt doch einfach so gar nichts klappt, ne? Den werde ich dann vermutlich entfernen, aber so ansonsten meine Fails und was weiß ich, das wäre halt so, jetzt Konzentration. Oh Gott. Ein Checkpoint wäre nett. Oh Gott, ja, ist klar. Und da ist ein Gesicht von einem Typ und ich habe einen neuen Checkpoint. Checkpoints sind mir ja bei diesem Bonus-Level immer das Wichtigste. So die ganzen. Okay, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir. Ach, ich hab diese Dinger noch nicht, ne? Das heißt, kriege ich das jetzt überhaupt? Kriege ich das jetzt überhaupt auf die Reihe hier? Das Bonus-Level? Also kann ich das überhaupt beenden? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh Gott, das wäre aber scheiße, du. Wie scheiße kann man sein, finde ich. Ich soll übrigens den Blaubox grüßen. Achso, das ist ein Zuschauer von mir, der mein Let's Play verfolgt hat und hat sich irgendwann über meine Fails aufgeregt und hat gesagt, nein, das tue ich mir nicht mehr an, ich gucke dir nicht mehr zu. Hat aber dann irgendwie im nächsten Part dann doch wieder zugeguckt. Nee, das kann man nicht schaffen, glaube ich. Ich versuche es nochmal irgendwie ein bisschen anders zu tricksen da mit diesen Kisten, aber was soll ich da viel tricksen, ne? Also.
Das funktioniert halt einfach nicht, weil wenn diese blöden Kisten da fehlen, ne? Das geht auch nicht, okay. Oder geht das vielleicht doch? Ich probiere das nochmal. Ich versuche mal da wieder da runterzukommen, dass ich da. Nein, anders, anders. Jetzt habe ich die Idee. Auf jeden Fall soll ich ihn grüßen. Ich grüße dich hiermit. Ich bin froh, dass du noch dabei bist, ne? Weil Fails, ja, es gehört halt dazu, ne? Ich weiß nicht, wenn man, vor allem wenn man bei mir auf dem Kanal mit, da war ich zu krass unterwegs gerade. Wenn man meinen Kanal schon länger verfolgt und bei mir dabei ist, dann weiß man, dass ich oft fehle, ne? Trotzdem immer Spaß dabei habe. Und ja, vielleicht kann ich ja dann doch, ne? Auch wenn ich nicht so der über Pro-Gamer-Man bin. Okay. Ich bin mit explodiert, ne? Okay, wie geht das jetzt da? Hauptsache, ich hänge in dem Bonus-Level, in diesem Scheiß-Level hier. Das gibt's ja gar nicht, ne? Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich dann danach weiterkomme, ne? Muss ich denn direkt weiter jumpen da hinten? Das könnte ich mal. Wenn ich jetzt bis da komme, versuche ich das mal. Wenn ich bis da komme, heißt das. Weil ich will eigentlich schon gern die Leben haben. Ich weiß nicht. Jo. Ich überlege mir, wie ich da hinten weiterkomme und schaffe nicht mal den ersten Sprung. Das. Idiot. Das war total Banane. Okay, Leute, ich mache jetzt hier nur einen Versuch. Wenn das jetzt nicht hinhaut oder ich hier nicht annähernd irgendwie weiterkomme, dann lassen wir das Bonuslevel. Da habe ich halt Pech. Ich hätte zwar wirklich, wirklich gerne die Leben da. Boah, ey. Komm, ein Versuch noch. Tut mir leid, ein Versuch muss noch, weil das war total bescheuert gerade wieder. Alles klar, komm, wir lassen das. Das hat keinen Sinn, das hat hier echt keinen Sinn. So, wie kommen die Dinger jetzt hier an? Okay, so. Da drin ist ein Leben, ne? Oh. Oh, mein Gott. Ja, komm, diesen Vogel wählen wir doch jetzt noch hier. Da sind einige Leben. Den nehmen wir mit. Herrgott, wir haben es geschafft, ey. Meine Fresse. Und ich habe sogar noch ein paar Leben rausholen können. Wieso gehe ich nicht sofort weiter? Wieso mache ich dieses behinderte Bonuslevel da 3 Jahre? Vielleicht schneide ich da was von raus. Also wenn ihr jetzt hier einen Part von... Ja, komm, wir gucken das nächste Level. Gucken wir uns noch an. ja, wenn ihr dieses Bonuslevel habe ich, glaube ich, 20 Mal versucht. Wenn ihr jetzt hier nur irgendwie 2, 3 Versuche seht, dann wisst ihr, dass ich das geschnitten habe. Ja, ansonsten lasse ich sie vielleicht drin. Mal gucken, wenn es nicht zu nervig ist. Mal gucken, wie lange das geht. Wenn es so nur 3, 4 Minuten geht, dann lasse ich es vielleicht drin.
Wieso gehe ich nicht direkt weiter? Quäle ich mich dann mit diesem blöden Level rum? Lights out! Okay, das klingt nach einem Level, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Wir gucken uns das trotzdem direkt mal an. Ach, scheiße, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich bin fertig gerade. Nach dieser Aufnahme werde ich auch, glaube ich... Oh, nee. Werde ich, es auch wieder beenden, hier diese Aufnahme. Session. Okay. Ah, es war zu übermütig. Okay, da muss ich direkt weiter jumpen, sonst gibt das nichts. Quasi so wie hier. So, sehr gut. Wie voll die Mine hier oder sowas, ne? Oder irgendwie ein Schloss. What the fuck? Was ist das denn für Dinger, ey? Voll die Terrorratten. Hui. No. Oh, shit, ey. Oh Gott. Ah, verdammt, da war ich. Wieso warte ich nicht? Verdammt. Ich spiele übrigens immer noch mit dem Steuerkreuz, falls ihr euch da irgendwie... Ne? Okay, ich muss da... Da muss ich jetzt dran denken. Ich muss da warten, sonst bringt das nämlich nichts. Mann, das war so nah da dran. Ich war aber auch so schnell gerade, ey. Ich vergesse das immer, dass ich da... Bin ich ein Torfkopf, ey. So, hierbei klappt das ja ganz gut, ne? Okay. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Was soll man denn mal mehr? Das ist doch ein perfekter Abschluss für diesen Abend hier heute. Meine Güte, was für ein Wechselbad der Gefühle, ey. Zwischen Rage Quit, einem epischen Level, nämlich so High Road gepackt an diesem Abend und jetzt hier so smooth durchgekommen. Na, Gott sei Dank. Ich meine, es musste ja nach diesen beiden Hardcore-Level, muss ja auch mal wieder was kommen, was man gut schaffen kann, ey. Ich hatte schon echt befürchtet, als ich Lights Out gelesen habe. Das erinnerte mich nämlich so ein bisschen an... auch wieder bei Donkey Kong Country, da gab es nämlich so ein Level, wo man immer mit diesen Fässern oder so Schalter betätigen musste und dann on-off. Da musste man nämlich immer die
das Licht an- und ausschalten, beziehungsweise wieder anschalten halt. Ne? Naja gut, und das war ziemlich beschissen. Und hier, das ging ja tatsächlich. Okay, beim nächsten Mal befassen wir uns dann mit dem Level Jaws of Darkness. Und ich glaube, da oben geht es dann schon langsam in Richtung Ende, wenn ich das so richtig sehe. Gut, das aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es war mir eine Ehre. Bis dann. Tschüss.